soweit. Beim FC Viktoria Köln wurde heute der neue Trainer vorgestellt. In die letzten Spiele der Saison geht Tomek Kaczmarek in die Saison mit der Mannschaft. Tomek, wie ist es zu der Entscheidung gekommen und wie glücklich bist du darüber, dass du heute als offizieller Trainer vom FC Viktoria Köln vorgestellt wurdest? Ja, ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Bin dem Verein, den Verantwortlichen, dankbar einfach für den Mut, den sie hatten, und ja, freue mich hier zu sein. Ich war ja schon mal hier und jetzt kann es genauso weitergehen. In der Pressekonferenz eben hast du schon betont, dass du die Mannschaft schon dir angucken konntest in den letzten Tagen. Welchen Eindruck hast du, auf welchem Stand ist die Mannschaft? Ja, die Mannschaft hat, das ist ja kein Geheimnis, in den letzten Wochen schwierige Momente erlebt, auch Situationen erlebt, wo es vom Ergebnis nicht immer gelaufen ist und wo dann auch das Selbstvertrauen ein bisschen drunter gelitten hat. Insgesamt ist die Mannschaft sehr gut zusammengestellt, der Kader ist sehr interessant und durch die kommende Vorbereitung haben wir die Möglichkeit, vieles zu erarbeiten. Was ist das? Was muss erarbeitet werden für den Rest der Saison? Ja, wir müssen einfach eine Ausrichtung finden, wie wir die übrigen 15 Meisterschaftsspiele so erfolgreich wie möglich bestreiten. Dafür gibt uns die Vorbereitung genug Zeit, um da uns die eine oder andere Sache anzugucken. Gibt es da schon genauere Ziele, genauere Pläne, wie das aussehen soll? Ja, es ist bekannt, dass wir mit der Vorbereitung hier am 6. Januar beginnen und dann geht es am 24. Januar in die Türkei, ins Trainingslager. Das sind so die Eckdaten der Vorbereitung, kennt man schon. Ansonsten wird nichts Spezielles passieren. Wie ist Ihre Vorstellung vom Fußball? Wie haben Sie vor, die Mannschaft einzustellen? Ich würde das sehr gerne so entwickeln, dass die Mannschaft einen guten Angriffsfußball hier spielt, dass man eine Mannschaft immer auf dem Platz sieht, die Ideen hat, wie man sich Chancen erarbeitet, wie man Spiele gewinnen kann, wie man aus dem Ballbesitz, den Viktoria Köln in der Regionalliga immer haben wird, das Beste rausholt. Und das ist dann die Trainerarbeit, die auf mich zukommt ab Januar. Okay, Sie sind jetzt der jüngste Trainer in der Regionalliga West. Andere, also selbst ein paar Spieler sind noch älter. Macht Ihnen das was aus oder sehen Sie das ganz locker? Das ist für mich persönlich kein Problem. Ich habe schon oft in Situationen gearbeitet, wo ich jünger war als viele Spieler. Ob als Co-Trainer oder auch in meinen Positionen als Cheftrainer war der Altersunterschied nie so groß. Ich glaube, dass das sehr schnell gar kein Thema mehr ist. Okay, dann wünschen wir erstmal eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz viel Erfolg für die restliche Saison. Dankeschön. Wiedersehen. Danke.